You need to know that I'm a Hallo und jetzt kommt zurück zu einer Ausgabe von Forza Horizon 4. Ja, ich bin wieder von den Toten erwacht. Ich hatte ja die letzten Tage übelste Erkältung zu kämpfen, deswegen gab es letzte Tage leider keine Folge, was mir nochmal sehr, sehr leid tut. Aber wie gesagt, ja, machst du leider nichts, wenn du Schnupfen hast und nicht vernünftig reden kannst. Allem wäre das leider ein bisschen komisch geworden. Und deswegen holen wir jetzt die Autos nach, die am Freitag ins Spiel reinkamen. Es kamen wieder zwei neue DLC-Fahrzeuge rein und dieses Mal von der Marke Opel, was mich natürlich sehr, sehr freut. Natürlich hier im Spiel sind sie unter Vauxhall reingekommen, was man natürlich jetzt einmal wieder kritisieren kann, weil einerseits würde man sagen, ich hätte lieber gerne mehr Opels drin, aber hier im Zusammenhang mit Forza Horizon 4, was in Großbritannien spielt, da passt es, weil Vauxhall ist die Pendant-Marke für die Opel im Großbritannien-Raum, beziehungsweise war es, da ja jetzt Opel zum PSA, zum Peugeot-Konzern gehört, hat sich das ja erledigt, die waren ja damals unter GM und dementsprechend gingen die Fahrzeuge eben ja, unter der Marke Vauxhall über den Tisch. Und deswegen sind zwei reingekommen, einmal der Insignia VXR, beziehungsweise OPC in Deutschland, 2010er und eben der Vauxhall Vauxhall Speedster heißt aber, Opel Speedster heißt er bei uns hier eben Vauxhall X 220 Turbo. Bei uns in Deutschland ging er eben unter dem Namen Opel Speedster durch und den werden wir uns heute als erstes anschauen, weil ich mich da über den mit am meisten freue. Ich bin nämlich, ich muss sagen, wenn ich mir einen Opel kaufen würde, gäbe es für mich zwei zur Auswahl. Einerseits den Speedster, weil ich an sich dieses Fahrzeugkonzept super cool finde. Andererseits den Opel Calibra, den haben wir leider nicht im Spiel, den würde ich mir immer noch wünschen, aber Opel Calibra ist der Platz 1 Opel und danach kommt bei mir der Speedster, weil ich an sich dieses Ding super, super geil bin. Wir werden heute auch die ganze Folge über Opel Speedster reden, das Vauxhall und so vergessen wir einfach mal. Wie gesagt, es ist an sich einfach nur der Name drauf gebatscht und an sich tut es nicht viel. Und nebenbei die Speedster-Front ist cooler, weil das Opel zeigt irgendwie besser in der Front wirkt. Jo, wir nehmen auch das schöne, nehmen wir gelb? Ich glaube, wir nehmen gelb. Ja, wir nehmen mal gelb. Wir nehmen mal einen schönen gelb Speedster. Und ja, der Wagen ist doch britischer als Vauxhall überhaupt, weil das Teil ist nämlich in Kooperation mit Lotus entstanden. Weil an sich ist der Speedster in der Grundversion ein Lotus Elise. Wenn man sich den Innenraum gleich mal anschaut, kann ich gleich mal zeigen, erkennt man das relativ gut. Und so hat er schon letztens auch bei uns auf dem Tuning-Treffen. Und ja, ich muss sagen, in echt machen die Dinge echt was her. Erstmal mega selten mittlerweile in Deutschland, sind leider nicht so die haltbarsten Fahrzeuge. Das muss man leider sagen. Die haben mega, mega viele Problemstellen, die Teile, so wie ich das jetzt von einigen Besitzern mal gehört habe mittlerweile. Und aber an sich trotzdem ist es ein cooles Auto. Es ist trotzdem ein sehr, sehr cooles Auto. Mittelmotor, Heckantrieb und das in einem Opel. Das ist halt super, super geil und bekommt man halt wirklich sonst eigentlich nicht. Und allein auch, sagen wir mal, diesen Fahrspaß, der halt damit kommt. Weil wie gesagt, es ist ein Lotus Elise im Grund genommen. Das Coole ist auch, das hatte mir auch der Besitzer des Speedsters gesagt, die Dinger wurden nur bis zu einer bestimmten Körpergröße verkauft. Hast du den damals neu gekauft? Durftest du eine bestimmte Körpergröße nicht überschreiten, sonst hat Opel den nicht an dich verkauft, was einfach aus der Grund war, du hast da nicht mehr reingepasst. Ich glaube, über 1,85 oder sowas war das. Da hat man dann gesagt, nee, tut uns leid, das passt leider nicht mehr. Und der Name 220 Turbo müsste davon herkommen, dass der Kollege ja eben einen wunderschönen 2 Liter Turbomotor drin hat. Und ich zeige euch jetzt mal den Innenraum und da werdet ihr direkt sehen, was ich meine, dass das ein Lotus Elise ist. Weil, guckt euch das Lenkrad mal an. Und jetzt denkt euch da ein Lotus-Zeichen drauf und dann kommt euch dieser ganze Innenraum verdammt bekannt vor. Dann kommt euch dieser ganze Innenraum sehr bekannt vor. Wie gesagt, ist in der Partnerschaft mit Lotus entstanden, das Ding. Was ja nicht schlecht ist, weil das spricht für Fahrspaß. Und den wollen wir heute auch hier in Großbritannien haben. Und ja, dann sehe ich natürlich auch zwei Kofferräume. Obwohl es Taschenräume wohl eher trifft, wieder mal, wie wir mal ehrlich sind. So, Front nur kurz runternehmen. Beziehungsweise die zwei Kofferraum. Doch, haben wir gar nicht. Krass. Ah, wegen dem Turbo. Ah, Ladeluftkühler ist jetzt vorne. Das wusste ich jetzt gerade nicht. Okay, wir haben nur einen Kofferraum. Ein Taschenraum, also da kriegst du eine Einkaufstüte rein, dann ist aber auch Ende, ne? Und die Ladekante, ne? Also wenn du dir einen richtigen Bruch heben willst, der Speedster ist dein Kollege, um dir den Rücken auszuhebeln. Sehr gut. So, wir werden mal gucken, was mit dem Ding so geht. Der hat ja ewig lang keinen Auftritt mehr in Forza. Ich glaube, Forza Motorsport 4 war der ja drin, auch der Insignia war das letzte Mal da drin. Und wir schauen mal, was wir da Schönes rauskitzeln können. Alleine höhentechnisch müssen wir gleich mal machen, weil tief sieht das Ding nämlich geil aus. Wir können 6,2 Liter V8 einbauen, 1,6 Liter rein, 4 Liter Turbo und 3 Liter V8 Rennmotor. Ich frage mich, also bei dem Motor frage ich mich gerade wirklich, wo er den hinzimmern will. Also, ihr habt ja gesehen, ne? Ihr habt gesehen, wo der Motor sitzt, ne? Also, der Beifahrersitz wird einfach mit rausgeschmissen. So, Allrad geht natürlich. Wir wollen aber den Fahrspaß natürlich beibehalten. So, teiletechnisch gibt es typische Forza-Teile. Wir können auch die Lippe abmachen, das machen wir aber natürlich auch nicht. So, oh, Spurverbreitung gibt es einmal. Das ist aber aufgefallen, haben grundsätzlich alle DLC-Fahrzeuge, also das ist kein Hauptfeature. Aber wir machen erstmal Bremsen und Fahrwerk. Einfach mal gucken, wie der gleich so steht. Weil ihr dürft nämlich im Rennfahrwerk, ihr seht schon, ja, deutlich den Tacken geiler dastehen. Das wirkt schon mal echt ziemlich fett, muss ich sagen. Deswegen machen wir auch die Spurverbreitung einfach mal schon mal drauf, weil dann dürft ihr nämlich auch vorne, oh ja, dann noch ein bisschen Sturz dazu und dann steht das Ding wirklich richtig assig da.
So, komm, dann suchen wir uns mal schöne Felge raus für den Speedster. Was fährt man? Eigentlich müsste man so Motorsport-Style ein bisschen bei dem fahren. Eher, weil es halt einfach am besten passt. Es ist halt letztendlich... Es ist ein Track-Toy. Es ist einfach ein reines Track-Toy. Was ich mega schick finde, muss ich sagen. Echt, wie gesagt, ich bin großer Fan der Kisten. Also, wie gesagt, Calibra Platz 1, danach kommt für mich schon der Speedster. Das, ja, sowas würde ich mir von Opel wieder mal wünschen. Aber muss man mal abwarten, was da jetzt unter dem PSA-Konzern entwickelt wird. Jetzt hat ja Peugeot Hand drüber und vielleicht darf Opel dann ja auch in Zukunft mal wieder geile Autos bauen. Danke GM. Also GM, man muss sagen, GM hat Opel zum Teil sehr krass beschnitten. Der Calibra durfte ja auch nicht mehr fortgesetzt werden wegen GM. Und ja, man hatte im eigenen Haus viel zu viele Autos, die man auch selber vermarkten wollte. Und dann war der Calibra leider ein Dorn im Auge. Was sehr schade ist, weil wie gesagt, also ich... Calibra ist, glaube ich, so einer der Opel, den auch die meisten Leute, die Opel nicht mögen, mögen. Es ist einfach so. Es ist ein schönes, schönes Sportcoupé. So, was fahren wir denn für Felgen auf dem Kollegen? Ich bin gleich mal überlegen. Die finde ich gar nicht so schlecht. Aber es ist ein Wagen, wo echt nicht viele Felgen passen optisch. Muss ich jetzt gerade echt mal sagen. Ich bin gerade echt ein bisschen... Die könnten auch cool kommen. Nehmen wir die mal. Ein bisschen größer. Wie groß sind die? Machen wir mal 18 da drauf. Ich glaube, 18 ist aber auch okay. Dann machen wir Rennreifen drauf, einfach um den Grip zu erhöhen. Wir machen den einfach mal auf die A-Klasse. Wir bauen den mal voll A-Klasse auf. Weil ich denke, dann haben wir schon ein ganz gutes Fahrzeughandling und allem. So, Diff und alle mache ich einfach nur, um es einstellen zu können, theoretisch. Obwohl, wir haben eine E und alle Rad, also brauche ich es theoretisch nicht. Aber egal. Getriebe machen wir rein. Diff machen wir rein. So, wie gesagt, ich baue den jetzt mal auf A-Klasse auf. Weil ich denke, das ist eine ganz gute Klasse, wo er gut aufgehoben sein wird hier im Spiel. Oh, mit Auspuff geht schon, okay. Ja, da wird noch, da geht noch einiges voran. Guck mal, hier allein mit dem Turbo können wir nochmal 60 Punkte rausholen. Da ist schon noch ein bisschen Druck hinter. Also der Speedster kann noch mehr. So, wir installieren mal alles. Und probieren jetzt einfach mal im, würde ich sagen, Rennen aus. Weil, ja, wenn er was kann, dann muss er ja theoretisch auf dem Rundkurs gut sein. So Rundkurs, Sprintkurs, alle Kurse. Einfach grundsätzlich fahrtechnisch sollte er gut sein. Deswegen schauen wir mal. So, tiefer geht auch noch ein bisschen. Das ist schon mal schön. So. Und wir gucken einfach mal Designs. Einfach mal gucken, was Leute so designt haben für das Ding. Das interessiert mich jetzt gerade mal, deswegen schauen wir mal. Was mir auch gesagt worden ist, die Dinger sind, was Höchstgeschwindigkeit angeht, so leicht problematisch, weil sie dann gerne leichten Anpressdruck verlieren. Also, dass sie dann vorne mit der Front hochgehen. Deswegen hat der zum Beispiel eine Frontlippe drauf, den wir gesehen hatten, um eben Anpressdruck zu generieren, weil das Ding grundsätzlich so Probleme geschoben hat. Ja gut, wir können das originale Oldschool Opel Design draufpacken. Ja, ich finde das hier sogar schöner, weil die Platzierung ein bisschen geil ist. Guck, pack das mal kurz drauf. Ich muss sagen, mir gefällt die Originalfarbe halt ganz geil. Mir gefällt ja auch Clean ganz schön. Opel Renndesign ist natürlich auch geil. Aber da müssten wir theoretisch den Spoiler draufpacken. Und der Sticker da an der Seite war ich glaube nicht serienmäßig drauf, ne? Ja, an sich cool. Ne, wir fahren den erstmal clean. Wir fahren dann erstmal einfach Serie, eine Serienfarbe. Wir können ja mal kurz gucken, ob wir vielleicht noch eine andere nehmen als das Gelb. Wir schauen mal kurz. Kann man ja mal kurz nochmal sich in Ruhe durchgucken. So, Aufnahme, ich bin so ungewohnt, ne, dass ich wieder aufnehme. Es ist wie als letzte, ich habe 5 Jahre nichts mehr gemacht, ey. Das Blau ist aber auch geil. Die Spur, die steht halt jetzt so assig da, der Kollege, ne. Das ist schon sexy, ey. Rot ist aber auch geil. Wir nehmen Blau. Ich weiß nicht warum, aber Blau scheppert irgendwie am meisten. Wir nehmen mal Blau. Blau scheppert am meisten. Und ich... Wir fahren erstmal ein Anything Goes Rennen A800, glaube ich. Und dann fahre ich ein Rennen, wo ich Lotus Elise gegen Speedster fahren lasse. Das machen wir mal. Das ist, denke ich mal, ganz schön, weil da können wir die schön mal vergleichen, die beiden Dinger. Weil, wie gesagt, im Grundkonzept ist das gleiche. Ach, schon cool. Ich finde optisch cool. Platztechnisch ist halt, wie ihr seht, ein bisschen beengt das Ganze. Also, ein bisschen beengt ist ganz gut. Gut beengt, hart beengt, ganz schön beengt, beengt, beengt. Wir schauen mal nach einem schönen Rennen. Ich mach gleich auch nicht mal wieder Musik an. Wir fahren mal hier, es gibt hier eine Stadt. Ach Gott, das ist doch perfekt. Schön Sprintrennen durch, nur durch die Stadt. Das ist ja eigentlich wie gemacht für diese Kiste, weil, ja, dann kann er wenigstens mal zeigen, was er kann. So, weil das ist ein Stadtkurs, ist für ein Auto, was Handling hat, natürlich super, weil er in den Kurven mal zeigen kann, wie er wirklich so drauf ist. So, jetzt schauen wir erstmal. Links abbiegen. In 200 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ja, Heck ist auf jeden Fall schon mal stabil, aber wir sind ja auch gerade mal auf 800. Wir haben ja nicht wirklich viel Leistung, sagen wir mal ehrlich. So. Solo. So, wir machen
Ach komm, wir machen mal einen Sportscast. Wir machen ruhig mal einen Sportscast. Ja, 800 machen wir mal. Und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, das nächste Rennen, was wir da machen, dann nehme ich den und Lotus Elise. Und dann schauen wir mal, wie die so im Vergleich miteinander abkommen. Ich hoffe, Lotus Elise unter A-Klasse. Ich bin mir nicht sicher, wie stark der Motor ist hier in der Version, die wir im Spiel haben. Den 111er müsste es sein. Okay, wir haben MX-5, da sind wir schon mal in derselben Richtung. Oh, da haben wir sogar schon Exige dabei. Der Exige ist also mitten in der Klasse. Ne, Evora. Doch, Exige haben wir auch zwei. Und Evora. Okay, Lotus sind sogar in der Klasse dabei. Cayman haben wir dabei. Das ist eigentlich wirklich die Klasse, wo der Wagen genau hingehört. Optimal. Gut, das ist eine schöne Fahrzeugauswahl. Da haben wir ein schönes Gegnerfeld. Dann schauen wir doch mal. Bin immer gespannt, was der Kollege hier so leistet. So, Audi hat natürlich Vorteil mit dem Allrad. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir im Heckantrieb, Mittelmotor kämpfen. Das ist recht die einzigen goldenen Hersteller, glaube ich, die das auch noch in der Klasse gemacht hat, war halt Porsche mit dem Cayman und dem Boxster. Mittelmotor, Heckantrieb, weil andere deutsche Hersteller, ja, sind da eher sehr mau, was das Thema angeht, in diese Richtung zu gehen. Da fehlt jetzt aber ein sehr schönes Antriebskonzept, weil es ein sehr sportliches Antriebskonzept ist. Okay, Kurve ist das schon mal sehr direkt. Ich bremse gerade viel zu viel, als ich müsste. So, Leistung haben wir natürlich jetzt nicht so viel. Aber, wie gesagt, ich finde, das ist bei der Karre gar nicht so notwendig. Ja gut, Exige S ist natürlich schon mal ein anderes Kaliber, ne? Muss man aber sagen, das S müsste beim Exige auch für Supercharge stehen. Also, dementsprechend, der ist Kompressor geladen, hier Turbo geladen. Da sind wir schon wieder dran. Der lässt mir auch keinen Platz, der Arsch. Boah, es ist super geil, dass die Karre wieder drin ist, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich bin ja auch kein mega Opel-Fan. Ich finde die OPC-Modelle cool. Aber wie gesagt, den finde ich geil. Die Insignia ist reingekommen, ist die auch cool. Werden wir uns natürlich auch noch anschauen. Und dass sie jetzt halt nicht unter Opel drin sind, das verstehe ich halt, weil, wie gesagt, das Spiel in Großbritannien, also da macht es halt wirklich Sinn. Das ist ja auch okay. Aber wenn natürlich ein paar mehr Opel cool drin gewesen wären, wir haben ja bisher momentan nur den Manta, alle anderen Fahrzeuge, auch der Corsa und so, gehen ja unter Vauxhall-Flagge. Aber den Manta gibt es ja nicht von Vauxhall, dementsprechend. Also auf Platz 4 vor, ja, leichter Slide hier durch den Kreisverkehr. Hier auch noch ein bisschen rausgerutscht. Aber der vom Handling, also mit Bremsen, Fahrwerk und Rennreifen, unglaublich geil direktes Fahrzeug. Das Handling ist halt wirklich echt brachial. Also er ist super direkt, du hast halt wirklich dieses typische Go-Kart-Feeling. Das kommt dann voll auf. Und ich muss halt wirklich lobend sagen, dass ich cool finde, dass alle DLC-Autos wirklich diese Spurverbreiterung direkt drin haben. Ich meine ja bisher jedes Mal, wo er an den Felgen was ändern konnte, hatte Spurverbreitung dabei. Wir sehen jetzt auf die Hoonigan-Autos, aber die nehme ich mal mit raus, seht ihr schon getuned. Aber das finde ich ja geil, weil Spurverbreitung ist ein schönes Feature, was ich schön finde, dass es reingekommen ist. Jetzt hier am TT noch vorbei. Ah, natürlich ist da eine Treppenkante, ist klar. Das sind diese Stellen, die ich bei Forza Horizon 4 echt kacke finde, dass sie halt irgendwelchen Kanten da an Häuser noch reingezimmert haben. Ja, und den MX-5 kriegen wir leider nicht mehr, aber Platz 2. Also der macht echt Spaß, der macht echt Spaß. Also für Rennen mit längeren Strecken ist kacke, weil ja, da fehlt uns einfach der Speed. Aber an sich, so vom Handling her, sehr schöne Kiste. Also wirklich sehr schönes Fahrzeug. Hat mal wirklich, wirklich Laune. Und jetzt will ich gleich mal gucken, wie gesagt, im Vergleich zum Lotus direkt, was wir denn da so, wie wir denn da so abschneiden. Also wir haben den Exige schon mal stehen gelassen. Also da sind wir in den Kurven deutlich besser durchgekommen. Aber warten wir mal ab. So, erstmal gibt es einen Respin. Schauen wir, was da Schönes gibt. Ja, 5000 Credits. Gut, besser als nix. Und wir haben, glaube ich, noch einen übrig. Den machen wir jetzt gleich mal schnell direkt noch, weil. Ja, Respin nehmen wir doch mit. Fähigkeit sieht es gerade, aber das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ach, das war der eine Respin. Ich hätte gerne noch einen bekommen. Schade. Wir haben doch keinen weiteren bekommen. Aber wir können mal gerade gucken, wegen den Punkten, wo man die beim Vauxhall überall einsetzen kann. Was kriegt man denn dafür? Okay, der hat auf jeden Fall keinen krassen Fähigkeitsbaum, muss man mal sagen. Wir können mal den Respin kurz mal mitnehmen. Den müssten wir eigentlich mit Punkten freischalten können, eigentlich. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Müsste passen. Ja, ja, kriegen wir hin. Weil dann nehmen wir dazu bis den Respin mal mit. Aber ja, auf jeden Fall, Fähigkeitsbaum ist jetzt nicht so krass ausgeprägt, nichts krasses dabei, also der lohnt sich jetzt nicht unbedingt auszubauen. Aber wie gesagt, Respin ist dabei, den nehmen wir gerne mit, weil
Der ist ja leicht verdient. So, vielleicht gehen wir aber jetzt noch was Cooles. Wir haben nur 50.000 Credits gewonnen, vielleicht gewinnen wir noch irgendwas, wo ich jetzt mich drüber freuen kann. Okay, sehr geil. Wir haben den GTR LM Nismo gewonnen. Den habe ich ja bisher nur als Forza Edition. Jetzt haben wir noch als Standardfahrzeug gewonnen. Das ist geil, das ist schön. Weil meine Autosammlung, ich will ja am Ende alles haben. Dementsprechend ist es schon mal wieder ein sehr guter Schritt in diese Richtung. Das ist doch schon mal sehr angenehm. So, wir suchen uns noch ein Rennen raus, wo wir jetzt mal ein bisschen Lotus gegen Opel machen können, um mal zu gucken, wie es so geht. Das ist ein viel zu... Ich will auf jeden Fall, wie gesagt, einen schönen engen Kurs. Haben wir hier unten im Dorf vielleicht noch was... Hier am Festival, genau. Theoretisch das Festivalrennen könnten wir machen. Ja, der Sprint wäre auch noch okay. Ich mache mal kurz hier Straßenrennserie. Der wäre auch in Ordnung. Ja, es ist teilweise. Das Spiel hat halt grundsätzlich sehr, sehr viele schnelle Strecken. Und das ist ein bisschen schade, weil. Ja, viele Autos, die wir halt hier fahren, jetzt heute, wären halt geiler auf einer schönen kompakten Strecke, wo es halt wirklich auf Kurven geht. Aber es ist gar nicht so leicht, alle zu finden, um ehrlich zu sein, wie ihr gerade seht. Die könnte man machen. Die wäre okay. Da sind zwar auch viele Geraden dabei, aber an sich, ja, geht's den Berg hoch. Wir haben ein paar Serpentinstraßen. Das dürfte ganz cool sein. Und dann guck mal, ich will mal gucken, welche Klasse der Lotus serienmäßig angesehen ist. Das weiß ich nämlich gar nicht. Deswegen schauen wir doch gerade mal. So, Solo. Blaupause erstellen. Individuell. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Lotus und Vauxhall. Weil der Format ist der Box eigentlich. Ich blick gerade das Baujahr, wollte ich gerade mal schnell schauen. Dass ich ungefähr denselben Lease reinpacke. Guck mal, den Box. Alter, ist viel zu weit hinten. Der Opel haben wir nämlich hier, da, den Mantel ab. So, Vauxhall. Vielleicht haben wir es. Da. Bei ein paar gibt es ja schon. So ist ja nicht. Ne? Wir haben ja schon ein paar im Spiel drin mittlerweile. Da. Ist ein 2-4er. 2-4er Vauxhall. Okay, gucken wir mal kurz, ob wir 2-4er Elise drin haben. 2-5er. Ach, guck mal an. Das ist ja wie auf Arsch auf Eimer. Das passt ja perfekt. Das ist ja perfekt. Sehr gut. Den nehmen wir. Jetzt hätte ich direkt den Vauxhall hinten einfach auswählen sollen. Nicht Idioten. Ach, ist egal. Jetzt gehen wir nochmal hin. Ist ja kein Thema. Kein Stress. So, wir sind ungefähr... Ja, okay. Der Vauxhall ist sogar stärker. Der Elise hat weniger Dampf. Aber soll mir egal sein. Blaupause erstellen. So, dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben den 1S auch, ihr seht, 56er Index serienmäßig. Der ist ja schon bei A hier, also da ist schon noch ein guter Unterschied. Aber ich hoffe, die KI passt sich jetzt an. Wäre cool. Und dann können wir jetzt mal den Vergleich sehen, weil wie gesagt, an sich von der Basis sind diese Fahrzeuge fast identisch. Ihr seht so, ey, das ist ein Speedster nehmen und noch ein Speedster. Da ist auch, da fährt auch ein Elise mit, oder? Ja, es fahren auch genug Elise mit. Okay, sehr gut. Dankeschön. Ich will gleich mal kurz nebeneinander sein und mal kurz optisch vergleichen. Ob man irgendwelche optischen Ähnlichkeiten äußerlich sieht. Ich gleich mal neben einem Bild machen wir mal den Fotomodus an. Obwohl natürlich ich im Vergleich die Elise eher nehmen würde. Das muss man ganz klar sagen. Aber Elise ist halt, ich glaube, die teurere Wahl, obwohl so ein Speedster mittlerweile auch gut teuer ist. So, dann schauen wir doch mal kurz. Mal kurz vergleichen, ob wir irgendwelche Ähnlichkeiten sehen. Ich mache mal kurz meine Effekte aus. So, spiegeltechnisch gehen wir schon mal in eine relativ ähnliche Richtung. Auch Höhen- und Breitentechnisch, sind wir ehrlich, geht schon gleich. Auch, wir haben auch die Einlässe in der Haube. Ich mach mal kurz hier, warte mal kurz, Effekt, wir machen mal kurz auf Schlusszeit komplett aus, damit er mir nicht die ganze Zeit wegzoomt. Das rausnehmbare Dach hat der Speedster, soweit ich weiß, auch. Seht ihr, ist nämlich auch relativ ähnlich geformt. Hier unter der Haube steckt auch so gut wie dasselbe, glaube ich, dementsprechend. Wir haben auch die Einlässe an der Seite. Die sind natürlich ein bisschen, natürlich karosserietechnisch anders geformt, aber an sich haben wir die einen Luftanlässe an denselben Stellen so gut wie. Heckpartie technisch, ja gut, da haben wir einen massiven Unterschied. Jetzt gucken wir mal Innenraum. So, da haben wir den Opel-Innenraum, hier das Lenkrad. Ja gut, der Lotus hat hier sogar ein anderes, aber das Lenkrad, was wir hier drin haben, gibt es auf jeden Fall auch im Lotus. Das bin ich mir sogar relativ sicher. Aber hey, gut, okay, wir wollen weiterfahren. Nur so ein kleiner Vergleich mal kurz, wollte ich mal kurz ziehen. Oh, hier ist die Pfütze, böse. Aber der macht wirklich Spaß. Also auf der Klasse getuned. Wenn man den halt wirklich dann nur, sagen wir mal, mehr Multiplayer-Rennen fährt, alle den hier fahren, oder den Lotus dann halt meinetwegen auch, hast du halt wirklich geile Track-Toys. Problem ist halt, was Forza Horizon 4 halt wirklich hat, viel zu viele schnelle Strecken. Also da muss man sich halt dann auf die Community verlassen, dass hier halt geile mal Strecken, muss man mal in den Streckenhitor reinschauen, was so erstellt worden ist mit Strecken mit vielen Kurven.
Weil das so eine Strecke, wo der Wagen nur Spaß hat. Wenn du 4 gerade aushacken musst, ist halt schnell sehr träge alles. Mit Kurvenfahrt macht es halt Bock, weil das schön durch die Kurven jagen kannst, das Teil. Ja, gut, dann bin ich wieder letzter, weil die Lotus hier vorher mir meinten, gerade eine Mauer zu errichten. Hopp, jetzt hackt ein bisschen weg. So, können wir jetzt ein bisschen Attacke machen hier. Die Lotus haben wir gerade hier die Überhand. Oder die Oberhand so rum. Schön durch die Kurve, sehr gut. Ja, hier auf dem Geraden geht es ein bisschen die Puste aus. Ja, hier ging es durch, gut durch, ja auch gut ums Eck. Wir haben einen Grip, wir haben einen Grip. Und hier kommen wir gerade rangeschossen. Aber auch eher, weil die Speedstars gerade ein bisschen auffallen. Nicht, weil die Lotus langsam sind, sondern wir haben ja gerade Speedstar-Armee von 3 Autos, die hier ein bisschen am Troubleschieben ist. Ich schalte auch nicht hoch. Alter. Wir brauchen gerade alle Leistungen, die wir haben können. Da werden wir vom eigenen Markenkollegen gerade ausgebremst. Okay, 2, 3, 4 sind auf jeden Fall Lotus. Platz 1 ist schon mal ein bisschen weiter weg. Keiner, was da jetzt gerade rumfährt. Noch ein Lotus, okay. Ne, ist ein Speedster? Ah, komm, den kriegen wir noch. Ja, da bremst er ab. Ist jetzt die Frage, ist da vorne ein Speedster oder ist es ein Lotus? Ich kann es leider nicht erkennen von hier aus. Das ist leider gerade ein bisschen schwierig. Jetzt können wir beim Zielbild aufachten. Keine Ahnung, ich habe es nicht erkannt. Es war irgendwas Blaues, aber ich konnte nicht erkennen, was. Es hat sogar ein Opel gewonnen. Es hat sogar ein Speedster gewonnen. Doppelsieg Speedster. Aber es ist eine geile Klasse. Also die machen echt Laune. Ich freue mich echt über dieses Auto. Ich muss sagen, die können wir auch gerne nochmal mit ein bisschen mehr Leistung mal fahren in der Folge. Weil ich will einfach mal ausprobieren, wie er voll aufgebaut ist. Aber wahrscheinlich nimmst du dem dann das ganze fahrerische Feeling dieses Autos. Killst du, glaube ich, komplett, wenn du den auf Leistung baust. Aber ich will erstmal sagen, ich bin raus für diese kleine Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Forza Horizon 4 wieder. Bis dann. Tschö, tschö.